Kommen wir nun zu Dieter Dehms Schlagzeile. Er beschäftigt sich mit den Buhmännern der Nation. Was Mut machen will, an einem Beispiel, was jetzt ganz aktuell ist, nämlich Klaus Weselski. Der war ein Buhmann, der hatte seine Familie teilweise in einem Hotel unterbringen müssen, weil gegnerische Kräfte die Adresse verbellt hatten. Kewan ist das kein unbekannter Vorgang, wie man sowas macht, um dann Druck auf die Privatsphäre auszuüben, was unerträglich ist. Ist überall durch die Presse geschmiert worden. Was haben sie nicht alles über ihn zusammengekeift? Dennoch war eine immer noch erstaunliche Minderheit in den Wochen, auch als sie am Bahnhöfen warten mussten, was sie auch ohne Streik und ohne GDL meistens müssen, an seiner Seite. Das war erstaunlich. Und jetzt hat er gewonnen. Das heißt, er hat nach diesen vielen Streiks die Arbeitszeitverkürzung über das Maß hinausgebracht oder unter das Maß gebracht, was ihm die Bahnführung zugestehen wollte. Und jetzt haben zwar die Kollegen eine Wahlfreiheit, da versucht dann die Bahn natürlich, die mit Geld zuzuscheißen, damit die möglichst nicht die Arbeitszeit verkürzen. Aber dieses Phänomen, was Klaus Weselski immer wieder sagte, du hast teilweise jemand, der 12 Stunden gearbeitet hat und der sitzt vorne im Zug und fährt unter diesen Bedingungen mit 240 Stundenkilometern im ICE, das wird der Vergangenheit angehören. Wir können hier auf ausgeruhtere Menschen hoffen. Und wir können mit diesem Streik auch endlich erkennen, dass 170 Milliarden auf die Schiene müssen. Die Schiene ist die Mutter der Nation. Sowohl wer irgendwas am Klima verbessern möchte, auch wer die Logistik in Deutschland auf dieser Briefmarke, wo weit über 80 Millionen Menschen leben, was unser Riesenvorteil ist, dass wir vernetzt sind und schnell zueinander kommen, auch ohne Inlandflüge, dass dieser Vorteil eben ausgebaut werden kann. Also mit diesem Streik ist Enormes geschafft worden. Vor allen Dingen jetzt die laute Forderung, dass eben viel mehr Geld auf die Schiene muss als in die Ukraine. Und das verdanken wir eben auch dem Durchhaltevermögen dieser GDL, Klaus Weselski und seinen Kollegen. Und da bin ich dabei zu sagen, jetzt wo er gewonnen hat, kriegt er sogar Lob von diesem FDP-Verkehrsminister. Natürlich gleich wieder eingeschränkt. Es kommt Lob aus der Gesellschaft, aus anderen Gewerkschaften, die immer gesagt haben, die GDL sei eine Spaltergewerkschaft und jetzt erkennen müssen, die haben ja pionierhaft Vorarbeit auch für ihre Tarifforderungen gemacht. Das ist alles, finde ich, sehr, sehr, sehr lobenswert. Und das bringt mich natürlich in einer ganz anderen Größenordnung dazu, dass ich sagen muss, viele sind mit solchen Shitstorms, wenn es die damals gegeben hätte, oder Steckbriefen gesucht und an den Pranger gestellt worden. Nelson Mandela wurde mal als Terrorist gesucht und eingesperrt. Wir wissen, was daraus wurde. Ein Held seiner Nation, von einem Buhmann zum Helden. Ganz andere Größenordnung als Klaus Weselski, das muss mir jetzt keiner sagen. Fidel Castro stand vor Gericht, wurde als Morgen in der FAZ. Dieter Dehm setzt Mandela und Weselski gleich. Aufrührer und Terrorist verdächtigt. Julian Assange hat jetzt eine kleine Hoffnung bekommen, die wir eigentlich ein bisschen auch feiern sollten, so wie ich übrigens auch Klaus Weselski geraten habe, meine Feier zu machen, auch für die Bahngäste und sich zu bedanken für die Geduld. Man muss auch zeigen, dass man neben knallhart verhandeln auch feiern kann. Sarah Wagenknecht, ohne die Genickschläge, die sie in der Vergangenheit übrigens auch aus der eigenen Partei bekommen hätte, wäre sie jetzt nicht mit diesem Charisma ausgestattet. Und ich sage das jetzt an euch beide auch. Vielleicht hat das Schicksal ein Einsehen. Und aus dem Buhmann Paul Brandenburg und aus dem Buhmann Kewan Sophie Siyawasch wird mal auch ein Held der Nation, der in Zeiten, wo das nicht ganz einfach war, ja, jetzt müsst ihr nicht so sehr schmunzeln, die Wahrheit gegen den Strich gekämmt hat. Ich sage das nur ein Beispiel, ich bin als kleiner Junge. Frühestens in den 2030ern, das ist meine Einschätzung. An der Hand meines Vaters zu Willy Brandt Kundgebung mitgebracht worden. Das war ein glühender Sozialdemokraten, weil er bekannter Fußballer war, auch befreundet mit Willy Brandt. Da war kein Charisma. Erst als die auf den eingedroschen haben, vaterlandsloser Geselle, uneheliches Kind Herbert Frahm und so weiter, die Bild-Zeitungskampagne liefen und dann er für eine Aussöhnung mit Russland und mit der Sowjetunion eingetreten war und nochmal Schläge bekam, dann wuchs das Charisma. Also Schläge sind da nicht hinderlich. Ich sage das deswegen, weil wir in einer Zeit sind, in der wir ja immer wieder gesagt bekommen sollen, du Paul, du Kewan und viele, die uns hier zuschauen, wir sind alleine, wir sind isoliert. Ich sage das nur, trotz der ständigen Propaganda, Maschine, sind nur noch 2 von 5 Deutschen für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.
und bei vielen Unentschlossenen 43%. 43% lehnen das ab. Das kannst du gar nicht nachvollziehen, wenn du Tagesschau und heute siehst oder jetzt auch wieder die ganze Propaganda, wo heute sagt, wir wissen zwar genau, dass es keine Spur in die Ukraine gibt bei diesem Terroranschlag, aber wir werden nie erfahren, wer wirklich die Täter sind. Welch ein Widerspruch. Wir sollen immer wieder eingebläut bekommen, wir seien isoliert und in Europa weit ist nach einer Ipsos-Umfrage nur noch jeder Vierte vom Sieg der Ukraine überzeugt, obwohl wir ständig ja erzählt bekommen, wenn wir nur durchhalten, wenn wir nur Taurus liefern, wenn wir nur weitere Drohnen und Leopardpanzer liefern, dann werden die den Russen niederwalzen. Das ist verfängt offensichtlich in der gesamten europäischen Bevölkerung überhaupt nicht. Und 41% der EU-Bürger wünschen sich, dass es schnell zu einem Verhandlungsfrieden kommt. Sind also hier auf Linie sogar von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich. Derweil stehen dann so Leute wie Heinrich Brücker oder Kai Stratus vor Gericht, weil sie Frieden befördert haben und Dinge aufgedeckt haben. Und wir wissen alle, dass das noch nicht zu Ende ist mit Julian Assange. Ich sage das deswegen, weil da auch etwas Hoffnung klingt. Wir sind hier in unserem Nachschlag-Express ja oft dabei, die Welt schwarz und noch schwarzer zu malen, und sie ist schwarz. Und es ist gut, das Schlechte immer wieder zu sagen, damit sich das Gute im Kopf anregt. Der große französische Dichter Paul Éluard hat mal gesagt, eurer Verzweiflung Gesang soll die fressende Flamme der Hoffnung entfachen. Man muss auch manchmal verzweifelt sein können, um wieder zu optimistischem Tun zu kommen. Und deswegen möchte ich halt diesen Mut machen an dem kleinen Beispiel Klaus Berselski und der GDL. Und ich möchte das natürlich auch ausweiten in einem historischen Kontext. Oftmals sind es eben die Buhmänner, die sich scheiße fühlen, die sich alleingelassen fühlen, die sich auch wirklich ohnmächtig fühlen gegenüber einer Justizmaschine, gegenüber einer Spitzelmaschine der Geheimdienste, die dann am Ende des Tages oder der Woche oder des Jahres zu den Helden und zu denen werden, wenn man das Wort Held vielleicht ein bisschen vorsichtig verwendet, zu denen andere dann allmählich aufblicken und erkennen, die haben zu einer Zeit, wo es nicht gratis war, versucht, der Lüge entgegenzuwirken. Das möchte man nachwirken lassen und hoffen, dass du recht hast. Dein Wort in Gottes Gehör, Candida. Kevan, nach meinem bescheidenen historischen Wissen kam vor irgendwelchen Rehabilitationen dieser Art immer ein Ausmaß an Vernichtung, dass man sich nicht wünschen kann, um rehabilitiert zu werden. Ich bin da etwas pessimistischer als Dieter, aber vielleicht siehst du das anders. Nein, natürlich hat Dieter recht, dass man sich die Frage stellen muss, wenn wir nur darüber reden, dass es sowieso alles gar keinen Sinn macht, warum machen wir dann diese Sendung? Dann könnten wir auch einen Whisky-Club machen und sagen, lass den Abend gut aus, ist schon richtig. Das ist keine Entschuldigung, da bin ich hier falsch. Ja, aber auf der anderen Seite, Folgendes, es ist natürlich richtig, dass man vor allem Menschen, die noch leben, dass man zu denen sagt, dazu stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, ist schon in Ordnung ihr. Und es gibt auch eine Menge Leute, die sich an euch orientieren. Das merke ich selbst, wenn ich auf Vorträgen bin, da werde ich auch immer auf diese Sendung angesprochen. Immer schöne Grüße auch an euch, die sagen, ich gucke mir das sehr gerne an, weil da neben dem Schlagabtausch und den unterschiedlichen Meinungen, aber auch immer so ein bisschen, warum seid ihr noch am Start, weil wir glauben, noch etwas machen zu können, auch wenn die Chancen relativ gering sind. Ich sehe das ja sehr sportlich, wie so ein Outlaw bei einem Fußball oder in der Formel 1, die dann an allen vorbeiziehen. Ich sehe so etwas ja lieber, als dass der übermächtige Gegner mit seinen Millionen den besten Spieler einkauft, dann immer gewinnt, ja langweilig. Aber was ich sagen möchte ist, diejenigen, die meine Vorbilder sind oder Leute, an die ich orientiere, das waren natürlich alle Helden, die zu ihrer damaligen Zeit alle sogenannte umstrittene Personen waren. Ja, so, und da muss man gar nicht zurückgehen bis Jesus Christus, der war ja bei den Römern ziemlich umstritten. Das ist ja ganz klar. Und ich sage ja einmal, hätte Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten. Also wenn das die Römer verlangten, natürlich war ein schwieriger. Das natürlich dir, Dieter, das ist der Einzige, auf den das ein Schwurbler. Aber eben auch, ob du jetzt Malcolm X nimmst, Otto Martin Luther King nimmst, auch natürlich Geschwister Scholl, also Weiße Rose, waren ja vorher mal glühende Nazis und dann ist irgendwas passiert und waren dann eben Weiße Rose, wurde ja von ihrer damaligen Regierung nicht unbedingt gutiert, sondern posthum wurden die geehrt. Und das ist immer auch so ein Ding. Erstens, dass man, wenn man dann das erfährt, was man glaubt, was einem zutritt, was alle sagen, das erfährt man eigentlich nur noch posthum und damit kann man Leute ja auch beleidigen. Die Frage ist ja, in welchem Umfeld dann ein Straßennamen aufgestellt wird. Also, dass die Rudi-Dutschke-Straße an der Bild-Zeitung steht, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann gibt es auch noch solche Ehrenbürger in Frankfurt, wo jetzt mein Name daneben stehen könnte, da steht dann vielleicht Hermann Abs und das ist dann beim Thema zu Bissierbachstraße. Ich weiß nicht, ob ich da stehen möchte. Damit kann man Leute im Nachhinein auch noch bestrafen. Jemand, den ich sehr schätze, Annalena Baerbock-Platz. Ja, genau, damit kann man auch noch rein.
Also jemand, den ich sehr schätze, Abi Nathan, damals Voice of Peace, der hat überhaupt, der ist nichts benannt nach ihm in Israel, auf seinem Grabstein steht einsam, er hat es versucht. Und was ich auch immer wieder feststelle, oft werden diese Helden, die Querdenker, die werden im Nachhinein auch noch von dem aktuellen System missbraucht. Wie, inwiefern? Warum stellt eigentlich ein System Namensschilder von Leuten auf, die das damalige System, also der Nachfolger oder davor, massiv bekämpft hat? Was soll das eigentlich, dass man einen Platz nach, was ich, Geschwister Voll oder Platz oder Rosa Parks oder Martin Luther King oder Malcolm X Avenue. Warum eigentlich? Und dahinter ist eben auch diese ganz perfide Psychologie, dass wenn wir daran vorbeigehen, ja, wir, die Wut im Bauch haben, dass wir das anschauen, noch aufblicken und dass wir dann denken, wir hätten genauso wie die damals in deren Vergangenheit, deren Gegenwart gehandelt, während wir aber in der Gegenwart total passiv bleiben. Das ist der Trick bei der Angelegenheit, weil wir sollen nämlich Bewunderer werden. Ja, aber Kevan, keine Nachahmer werden. Das ist genau das, womit gearbeitet wird. Man muss also auch. Kevan, das ist alles richtig und diskutiert man natürlich mit einem gewissen Widerspruch. Wir haben dafür gekämpft, dass die Rudi-Dutschke-Straße ausgerechnet vor dem Bild-Zeitungskonzern ist, weil ja die Bild-Zeitung erheblichen Anteil an den Schüssen hatte, die in seinen Kopf damals fuhren. Ich halte es nur für wichtig, dass wir gegen eine Lüge noch viel zentraler vorgehen, dass die benutzt werden heute. Das geht mit Scholl so, das geht mit Widerstandskämpfern des Faschismus so, um jetzt zum Beispiel diese Woken-Demos gegen rechts damit zu füttern. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir in dieser Ambivalenz schon auch an diese Helden erinnern und sagen, nein, die haben in ihrer Zeit, wie Galileo Galilei, als Buhmänner und als Verfemte ihre Dinge ausgesprochen gegen den Strich und macht das heute gegen den heutigen Strich. Das ist ja das Entscheidende. Die versuchen das alles so Vergangenheitskostüm zu wenden, dass es nur auf die Vergangenheit wirkt. Und dann sind sie plötzlich die antifaschistischen Kämpfer, wenn sie Belgrad bombardieren oder wenn sie sagen, wir müssen... Ja, Dieter, ich verstehe das. Ich verstehe das absolut. Aber dieses, also das ist wirklich ein gutes Beispiel, was Dieter dem hier gebracht hat. Also googelt diese widerwärtige Rede von Joschka Fischer gerne noch, wo er von einem, ja, wo er Mord im Kosovo herbeifantasiert und das dann mit Auschwitz vergleicht. Also diese völlige Grenzüberschreitung. Also schaut euch das gerne mal an, wie Geschichte von den Herrschenden instrumentalisiert wird, wenn es darum geht, ihre eigenen Kriege zu rechtfertigen. Also jeder antiwestliche Politiker, der mal die Ölindustrie verstaatlicht hat, ein Nachbarland überfallen hat oder was auch immer, der war auch immer der neue Hitler. Nasser war der neue Hitler, Gaddafi war der neue Hitler, Assad war der neue Hitler, Saddam Hussein war der neue Hitler und jetzt ist Putin der neue Hitler. Also das ist immer diese Propaganda des Westens. Das ist ein gutes Beispiel von Dieter Dem hier. Perfide, dass es diejenigen, die damals gegen das System gekämpft haben, auch noch benutzt, um sie beim Nachfolgesystem, ist am Ende immer der Geldadel. Natürlich, klar. Damit sie dich da auch konditionieren. Und ich erinnere mich nur daran, auch nicht besonders beliebt zu ihrer Zeit, war ja Hannah Arendt, auch nicht, als sie gesagt hat, hör zu, diejenigen, die da die Züge, wo sie doch pünktlich kamen in Deutschland, da vollgeladen haben mit Menschen, das waren eigentlich nur Hans Wurste, da hat man sie auch in Israel nicht gemocht. Und Hannah Arendt, ich kann es immer wieder sagen, hat ja unter anderem diesen schönen Satz von sich gegeben, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und da war ja vor allem während der Corona-Zeit eine Ausstellung in Berlin. Und wenn du da rein wolltest, musst du eine Maske aufsetzen. Ich kann nur sagen, also oft werden auch Menschen im Nachhinein noch missbraucht. Man muss also vorsichtig sein. Ja, aber vielleicht wird ein Gefängnis nach ihm benannt. Ich weiß nicht. Ich setze noch mal einen drauf. Der Sänger. Ein Speisesaal in einem Gefängnis. Ich setze noch mal einen drauf. Der Sänger Victor Jara, der berühmteste Sänger Chiles, der unmittelbar nach dem Putsch gegen Allende in diesem Fußballstadion von, ich glaube, 12 Kugeln durchsiebt wurde, als er das Lied Venceremos gesungen hat, ein vorzüglicher Gitarrist, ein Schauspieler, ein zärtlicher Mensch. Nachdem ist dann das Fußballstadion benannt worden. Nun kann man sagen, wie kann man ein Fußballstadion nach ihm benennen? Der ist ja darin umgekommen. Oder nimmt Che Guevara, der erschossen ist. Die sind natürlich tot. Das ist schlimm. Rosa Luxemburg ist tot. Aber es kann doch auch Lebenden helfen, sich an dem Beispiel aufzurichten. Und dann haben wir noch Lebende. Aktuelle Beispiele. Ja, Dieter, weil ich möchte kurz reingrätschen. Und das, wenn ich zum Beispiel daran erinnere, dass der Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin vor der Volksbühne, da hat die Volksbühne während der Demos gegen Corona sich abgehängt, weil sie mit denen vor der Tür nichts zu tun haben wollte. Und ein Kai Stut, der für mich auch ein Held ist, der hat seinen Job verloren, weil er es gewagt hat, mit mir auf einem Dach zu meditieren. Das geht natürlich nicht. Also es ist interessant,
wie dann diese, und dann hieß es, das hat Rosa Luxemburg übrigens gar nicht so gemeint mit der Freiheit der Andersdenken. Das hat dann noch Rückkehr interpretiert. Also man muss immer darauf aufpassen, was aus das System immer sagt. Wir wollen das Heldentum, was damals uns gestört hat, benutzen, damit keiner auf eine neue Idee kommt. Ich habe es schon mal gesagt, wir sollen die anhimmeln, damit wir auf gar keinen Fall Nachahmer werden, damit wir uns einbilden, wenn es so schlimm wäre wie damals, dann wären wir wie damals gewesen. Aber da wir ja nicht so jetzt aufstehen, kann es auch jetzt nicht so schlimm sein. Das ist ja eine psychologische. Ja, weißt du, ich sage da so ein Beispiel. Ich habe ja mit Heinrich Böll oft zusammengesessen. Und ich weiß, dass er den Friedensgedanken gegen die Atomraketen der NATO sehr ernst gemeint hat. Und heute ist die Heinrich-Böll-Stiftung die begleitende Erscheinung für kriegerische Anstrengungen. Dennoch, wenn man dann mal sich die Mühe macht, mit den Zitaten, den Originalzitaten von Heinrich Böll gegen die grüne Führung zu argumentieren, hat man etwas hinter sich, weil man darauf hinweisen kann. Ich sehe schon, Mensch, wie ich als Dieter Dehm Professor, Stiftungsprofessor Inhaber eines Tages erklärt, das war alles Faschismus. Sag, ich möchte an dieser Stelle, Dieter Dehm hätte dem zugestimmt. Ja, an dieser Stelle möchte ich mal Franz Josef Strauß zitieren und meine damit die Grünen. Der hat ja mal gesagt, wenn ein Zug in die falsche Richtung fährt, ist jede Station falsch. Und das stimmt. Das stimmt. Und das gilt für die Grünen. Die sind vollkommen vom Weg abgekommen, aber geradezu fanatisch, weil bei ihnen ist es eben so, die sind religiös motiviert. Das ist wie eine Sekte und unter Vernichtung geht es nicht. Die Taz hat mal geschrieben, Leuten wie mir solle man überhaupt kein Konto geben. Das ist eine Art von Arisierung. Unglaublich ist das alles, ja. Dieter, eine Sache würde ich da schon mitnehmen. Also, womit du, wo du recht hast, ist, wir sollten feiern, finde ich. Und wir sollten, gerade die da aufs Maul bekommen, hochhalten. Sicherlich nicht wir uns, aber beispielsweise Wieselski und vor allem. Der Vergleich an der Stelle, gerade überlegt, ob ich unterbreche, aber der Vergleich an der Stelle von Kevan, der geht natürlich weit übers Ziel hinaus. Also, natürlich ist es ein absoluter Skandal, dass Deutschland massenweise Bankkonten gekündigt werden. Mittlerweile selbst bei der Volksbank Pirna, ich meine, da hatte der Kevan sein Konto und das wurde ihm da gekündigt. Das ist natürlich ein riesiger Skandal. Das ist ja, aber trotzdem braucht man da nicht mit so krassen Vergleichen um sich werfen. Klar machen, dass das mit an solchen Beispielen, dass es sich verdammt nochmal lohnt. Also ja, völlig richtig, ne? Kopf nicht hängen lassen. Ganz ehrlich, wir könnten ja auch nicht anders und auch ein Wieselski könnte offensichtlich nicht anders. Lasst uns endlich feiern und lasst uns lachen, lasst uns da positive Gelegenheiten finden für. Das ist vielleicht auch ein Auftrag an uns. Ich mache an der Stelle mal Werbung, weil am 11.04. da habe ich einen Überraschung. Okay, dann sind wir schon beim nächsten Thema. Ja, würde sagen, damit schließe ich den Beitrag von Dieter Dehm.